Sie haben ja jetzt sehr gut dieses Wechselspiel erklärt, aber nochmal die Frage, wie viel Macht hatte denn so ein Mann wie Erich Mielke? Wie mächtig war Erich Mielke? Tja, also das ist natürlich sehr schwer einzuschätzen. Wo würde seine Macht oder seine Kompetenz, also die Verantwortung und die Rolle der SED überschreiten? Einerseits ist es so, dass man einem Geheimdienst viel überlässt. Das ist die Drecksarbeit, die der macht. Und da mischen wir uns gar nicht ein. Letztlich ist er für die Endresultate mir verantwortlich, dem Generalsekretär. Ja? Also, das ist eben schwer zu sagen. Wo ist da so eine Grenze überschritten? Ich weiß es nicht. Ich habe ja sowas auch nicht erlebt. Also, dass dann also irgendeine Sache, die die ermittelt haben, direkt ins Politbüro behandelt wurde und dann zum Beschluss gemacht wurde. Eben deshalb, weil vieles am Dienstag, also an akuten Fragen, die die hatten, also sagen wir mal, ob Clear und Kravtschuk, also ob die unbedingt im Knast bleiben müssen, ich weiß es jetzt nicht, ich mache das bloß so, oder ob man die rausschmeißt. Ja? In der letzten Phase war sowieso immer schnell rausschmeißen, damit die DDR nicht dasteht, in Gorbatschow macht Reform und die DDR steht als der große Kerkermeister da. Deswegen die Banden, die Banditen sozusagen in Anführungsstrichen immer raus damit. Ja? So kamen Freier Clear und Dings also raus und haben dann als originellerweise und ich finde auch tollerweise, also dann drüben gesagt, Schweinerei, man darf uns nicht rausschmeißen, wir sind Bürger der DDR und wieder zurück. Aber und haben da erst sozusagen den Knatsch richtig entfacht, ja, für die DDR, nicht? Also damit war nicht still, sondern ging der Krach weiter. Das war natürlich couragiert und pfiffig sozusagen, ja. Ich kann es nochmal sagen, es gibt keinen Beschluss des Politbüros, der direkt also veranlasst ist durch eine Sache, wo die sagen, wir haben das und das festgestellt und man muss das machen. Also Einlauf haben die selber gemacht. Das war in ihrer Kompetenz. Ja? Also, aber letztlich ist doch immer die Information darüber durch den Relais des Generalsekretärs gelaufen. Nicht? Also, es kommt noch eins hinzu. Im Politbüro wurden ja interessanterweise oder wie sagt man, also entlarvenderweise viele Dinge gar nicht diskutiert. Es gab zwar Informationen über also Kirchen und wo sich da Opposition getroffen hat und so was. Es wurde nie Bestandteil der Tagesordnung. Warum? Das war auch wieder ein Prinzip. Das sind Randerscheinungen. Wir würden denen also sozusagen mehr zugestehen, als ihnen zukommt, wenn wir sie zum Thema einer Sitzung des Politbüros machten oder überhaupt zum Gegenstand einer Tagesordnung machten. Also das sind Dinge, die werden also von den Organen also erledigt. Wenn da also Dinge dabei eine Rolle spielen, die jetzt also in andere Bereiche übergreifen, wie ein Außenministerium oder sowas, dann informieren wir den Generalsekretär. Ja? Und dann sagt der dem Bescheid, du pass mal auf, die müssen raus und macht die Dinge fertig oder irgend so etwas, nicht? Oder seinen Mitarbeitern sagt er denn, und dann geht der Auftrag an die weiter.